stockdunkel, ey. Die Sorge um unsere eigene Sicherheit ist sehr groß. Ein Auto reicht mir, was von hinten angeschossen kommt und uns zu spät erkennt. Scheint in der Fahndung zu sein, das Kennzeichen. Wurde geklaut. Ja, das wäre dann ja ein Grund, das hier so stehen zu lassen. Es ist sehr, sehr verwahrlost, ne? Ja. Oh, Scheiße. Eine alte Frau, die allein in ihrem Müll lebt, bis sie stirbt und keiner kriegt das mit. Das ist schon furchtbar. Alter, ey. Also das ist das Gruseligste, was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Ohne Scheiß. Bei einer Suizidankündigung, gerade wenn sie so unbestimmt ist, stellt man sich mal auf den Worst Case ein. Ich suche gerade meinen Sohn, der ist weg. Wo ist er? Da links um die Ecke, der stand eben hier an der Tür. Dementsprechend ist man natürlich zu 180% bei der Sache und möchte das Leben des Menschen retten. Ach du lieber Gott. Oh. Und brennt es oder nicht? Dem LKA ist ausgelöst. Was hast du getan, Diana? Ich war's. Ja. Die Feuerwehr hat mitgeteilt, dass es ein Fehlalarm ist. Ist natürlich mal für uns ganz witzig, wenn wir selbst mal die Betroffenen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich Kontakt mit der Feuerwehr immer ein Riesenspaß für uns. Das sind ja, sag mal, unsere liebsten Partner, mit denen wir irgendwo Ereignisse bewältigen, weil wenn die da sind, dann läuft's einfach. Melina, aber irgendwas riecht, gell? Hm? Ja, machen wir Feierabend. Ja. Boah, das ist der Nils. Der Nils hat die Hütte angezündet als Dank dafür. Als Abschied. Ich bin im 2. OG, nicht im 4. Ja, für mich hat sich was Neues ergeben, mich selbst in der Polizei noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Im Landeskriminalamt, und ich nehme die Möglichkeit wahr und verlasse deshalb den KDD. Als Nils seinen Wechselwunsch kundgetan hat, war natürlich so ein Oh, schade. Aber ich selbst habe ja in meinem Leben auch schon einige Wechsel hinter mir und kann das verstehen, er ist noch jung. Wenn ihn sein Weg irgendwann zurückführt zu uns, dann steht die Tür sperrangelweit offen und dann muss er zwar viel Einstand ausgeben, aber wir würden ihn dann zurücknehmen. Die Feuerwehr ist immer klasse mit ihrem Funk, die haben den immer voll laut, ne? Ja, aber die haben natürlich auch ganz Zeug immer an, ne? Auch wenn ich den KDD verlassen werde, stehen immer noch ein paar Nachtdienste gemeinsam mit Dominik an. Heute ist er mit Melina unterwegs, aber mich ist er auch noch nicht ganz los. Ich habe schon gesagt, Rechnung sollen sie direkt schicken an die Diana. Ist die DGL in heute Nacht? Ja, LKA. Richtig, die Rechnung kriegt immer DGL, das stimmt. Pizza. Wenn im Dunkeln draußen blaues Licht blitzt, das löst immer so ein bisschen die kindliche Begeisterung aus. Und es sind schon Momente, die nochmal daran erinnern, warum man das Ganze eigentlich macht und was man so gern daran hat. Draußen ist jetzt richtig dunkel, ne? Ja. Servo 1, Gilot. Hallo. Hi. Zum KDD zu gehen hat mich unter anderem bewegt, dass es ein sehr abwechslungsreiches Themengebiet ist. Von Todesermittlungsverfahren bis Sexualdelikte, Raubdelikte. Ich finde es einfach super interessant, in den Dienst zu kommen und nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Ja, okay. Alles klar, bis gleich. Ciao. Melina, kommst du? Ja. Dann müssten wir direkt los. Ach so, ja. Mein Name ist Melina Reisel, ich bin 25 Jahre alt, ich bin Kriminalkommissarin und bin seit 2,5 Jahren beim Kriminaldauerdienst in Mainz. Das ist ein bisschen dubios alles. Dort ist aufgrund von einem Wasserschaden ein Haus geöffnet worden durch Feuerwehr und Polizeikollegen. Und in diesem Haus wurde ein Leichnam gefunden. Ready? Yes, ma'am. Das soll sich wohl um die Bewohnerin handeln, die da schon längere Zeit liegt. Und aufgrund der Schwierigkeiten mit Identifizierung und Feststellung der Todesursache wurden wir angefordert. Wir hatten Mitteilung von der Werkstatt, dass Wasser durch die Wand kommt, möglicherweise vom Nachbarshaus. Mülltonnen voll. Dame allein gemeldet, allein lebend, keine Hinweise auf Verwandtschaft.
Hier gibt es noch einen Hinweis, Tochter, vermutlich schon verstorben. Oh. Immer ein bisschen grausam irgendwo, wenn die so lange nicht gefunden werden, dann wenn es keinen gibt. Ne? Dass Menschen so isoliert und alleine sterben, ist leider gang und gäbe. In der Stadt ist es meistens so, dass sich die Nachbarn leider gar nicht mehr kennen heutzutage. Das ist nicht mehr so wie früher und man klingelt mal kurz für Kaffee oder Mehl, sondern man geht sich aus dem Weg. Also ich auf der einen Seite finde ich das auch immer traurig, wenn die Leute so zurückgezogen sind und keiner rankommt. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, woran lag's? Mhm. Oft haben die ja selbst auch irgendwo sich zurückgezogen, ja. Und was? Genau. Ich bin ja ganz anders gestrickt. Also wenn ich mal in ein Seniorenheim müsste, dann mit meinen ganzen Kumpels zusammen am besten. Du würdest jeden Tag Bingo spielen. Fünfmal. Bingo ist mega. Wir werden hier hinzugerufen, weil vom Arzt nicht in Aussicht steht, dass hier ein natürlicher Tod bescheinigt werden kann. Und wenn diese Bescheinigung nicht vorliegt, muss ein polizeiliches Todesermittlungsverfahren eröffnet werden. Wenn die Akte vollständig ist, geht es zum Staatsanwalt und erst der kann über die Freigabe und Beerdigung entscheiden. Ah ja, okay. Oh, das ist aber jetzt gruselig, gell? Mhm. Ziemlich. Prinzipiell kann uns alles erwarten an Leichenfundort. Es kann sein, dass ein alter Mensch allein noch ordentlich in seinem Haus gelebt hat oder in einer kleinen Wohnung. Es kann aber auch sein, dass wir ein komplettes großes Haus vorfinden, von unten bis oben zugemüllt. Und im schlechtesten Fall müssen wir den Leichnam suchen. Mitten in der Stadt, das ist zu krass wieder gerade, dass da sowas versteckt ist. Aber hier, gestern hatten wir auch einen Hinterhof. Ist jetzt wieder Hinterhof. Ja. Merci. Der Nada. Schlägen liegen da noch nicht noch mehr irgendwo. Mhm. Wo liegt sie denn? Keine Ahnung. Das wird jetzt ein bisschen spannend, glaube ich. Scheiße. Beim Öffnen der Haustür ist mir direkt jetzt hier so ein, ein Geruch aufgefallen. Das ist jetzt kein Leichengeruch, sondern das ist also wirklich so ein Geruch wie alter nasser Keller. Aber wir betreten ja ein Haus über der Erde. Insofern bin ich gespannt, wo das herkommt. Oh weh, oh weh. Boah, das hätten sie uns mal sagen können, dass hier kein Strom ist, ne? Ja. Mist. Es ist schon ungewohnt, gerade wenn man sich in dem Haus nicht auskennt und das erste Mal das Haus betritt und schon merkt, oh okay, kein Strom, ich kann mich nur auf mein Licht von der Taschenlampe konzentrieren, macht die ganze Kulisse schon ein bisschen gruseliger. Dom? Hm. Warten. Mal gucken, wo du bist. Beim Betreten von dem Haus wird mir direkt bewusst, dass hier das jetzt nicht der Fall ist, wo die Dame ordentlich im Alter noch gelebt hat, sondern dass wir es hier schon ein bisschen mit Verwahrlosung zu tun haben. Das ist hier alles rumgepflegt da. Mhm. Ganze Wohnung ist verschimmelt. Ja. Ah, hier ist er. Direkt. Ah, ja. Den Leichnam haben wir ja relativ schnell finden können, gleich links in einem Schlafzimmer. Ich sag mal, eine alte Frau, die allein irgendwann in ihr Müll lebt, bis sie stirbt und keiner kriegt das mit. Das ist schon furchtbar, für mich persönlich. Ach, da ist ja gar nichts übrig. Oh, Scheiße. Ganz so kompliziert habe ich es mir jetzt nicht vorgestellt vorhin. Da hat sie wahrscheinlich geschlafen. Mhm. Wir versuchen uns den Leichnam so gut wie möglich anzuschauen, ohne groß was dran zu verändern, weil eben die Gefahr besteht, dass wir da auch Verletzungen oder Beschädigungen hervorrufen. Jetzt müssen wir herausfinden, was passiert ist. Und das gibt uns aber auch die Chance, diese Einblicke eben zu gewinnen in diese fremden Leben. Dann suchen wir uns mal Verbrecher. Für St. Bissner Wildschwein, die JVA, da sind genug. Das wäre doch was. Mein Name ist Janis Wolter, ich bin 24 Jahre alt,
bin Polizeikommissar bei der Autobahnpolizei in Heidesheim. Das jetzt seit 1,5 Jahren. Also ich würde behaupten, wenn ich uns die Rolle Good Cop, Bad Cop geben müsste, dann wäre Udo schon eher der Bad Cop. Weil ich bin einfach immer der Good Cop. Also ich habe wenig Situationen erlebt, wo ich dann der Bösere von beiden war. Das ist ja Pistole für 40. Kommen. Ja, ich habe einen Müllunfall. Ich fahre Richtung Bingen, kurz vor der Alp Bingen aus. Fahrzeug steht auf den Seitenstreifen, wo sich das Tier befindet, ist im Buckel. Richtung Bingen, kurz vor Bingen aus. Ja, richtig. Ja, wahrscheinlich auf der Fahrbahn, ne? Da fahren wir mal schneller. Geht mal gucken, ja. Einsatzmeldung lautet Wildunfall auf der Autobahn. Was wir bis dahin nicht wissen, ist, ob dieses Tier noch verletzt oder tot irgendwo auf der Fahrbahn liegt und wo das verunfallte Fahrzeug steht. Gibt es Verletzte? Und so einige Gedanken schwirren durch den Kopf. Ja. Ich meine, fast ein Tunnelblick, wenn man hier ja. die ganze Zeit dazwischen durchfährt. Ich meine, ist ja alles schön markiert, aber das ist dann so. Ja, aber trotzdem ist es anstrengend, oder? Ja, sieht so ein bisschen aus wie ein Star Wars, wenn die in Lichtgeschwindigkeit gehen. Ja. Beim Blaulichtfahren in der Nacht muss man sehr genau beachten, welchen Bereich man überblicken kann und welchen nicht. Gleichzeitig fährt man natürlich mit hohen Geschwindigkeiten, auch in Bereichen, die eigentlich Geschwindigkeit geregelt sind, was es mit der Zeit auch schwierig macht, sich zu konzentrieren. Ich habe jetzt mal vorne die Lampe dazu geschaltet und Gefahr. Wenn das Tier noch lebt, haben wir eine besondere Situation vor Ort. Wenn das dann noch zudem noch auf der Fahrbahn liegt, dann wird es noch schlimmer. Also das ist kein normaler Unfall, also, weil dieses Tier, wenn es dann aufschreckt und sich bewegt, haben wir vielleicht schon den nächsten Unfall. Da liegt ein Kennzeichen. Kennzeichen. Circa 1 Kilometer vor der vermuteten Unfallstelle verlangsamen wir den Verkehr und schauen dann, wo wir das Wild lokalisieren können. Und dann ist Aufgabe vom Beifahrer, auszusteigen, sobald wir es gefunden haben, das dann von der Fahrbahn zu räumen. Oh, hier. Da liegt. Ach, so mal richtig zersplattert. Doch, da vorne liegt's. Warte mal, da kommen jetzt gerade ein paar Sachen. Die Sorge um unsere eigene Sicherheit ist sehr groß. Wenn ich einen Gegenstand von der Fahrbahn holen muss, ein Auto reicht mir, was von hinten angeschossen kommt und uns zu spät erkennt. Warte mal, ich markiere noch mal. Ja, warte, stell mich noch mal quer. Es kommt ja auch immer wieder vor, dass Kollegen auf der Autobahn dann sterben. Gerade nachts, wenn man dann als Mensch auf der Autobahn rumläuft, ungeschützt, dann verliert man immer gegen das Fahrzeug. Ich geh mal das Kennzeichen einsammeln. Okay. Das ist 40 von 12. Kommen. Das Reh haben wir von der Fahrbahn geholt. Ein Kennzeichen liegt auch hier rum, aber das Fahrzeug selbst nicht. Mal gucken, ob wir über das Kennzeichen was rauskriegen. Die Kollegin hatte gerade am Apparat. Der muss kurz vorm Ordinat sein. Dann suchen wir dort. Mein erster Einsatz, in dem Fall ein Unfall auf der Autobahn, war ich erstaunt, wie sich das anfühlt, wenn ein 40-Tonner mit knapp, sag mal 90, an einem vorbeifährt. Dieses Gefühl ist diese Wucht dieses LKWs. Ich kann fast noch beschreiben, wie er ausgesehen hat. Es war ein planen LKW, da war zwischen ihm und mir 2 Meter, 2,50 Meter mehr waren es nicht. Und das ist prägend. Da steht er. Er ist noch weitergefahren. Eigentlich, ich fand es auch ganz gut, dass er nicht da direkt gehalten hat. Er hat eigentlich jetzt immer 300 Meter weiter gestanden. Da macht einem keiner einen Vorwurf. Gerade schon auf dem Seitenstreifen. Wir müssen ja dann zu diesem Fahrzeug. Wie geht's dieser Person? Ist er verletzt? Ja, wie ist sein Fahrzeug? Ich nehme ihn auf. So, guten Abend. Ja, guten Morgen, genau so rum. Sorry, dass ich die Uhrzeit rausjagen muss. Ja, gut, ich meine. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und dann ist da so eine harte Rehe über die Autobahn. Das letzte haben Schleider noch auf. Sie haben es schon. Ja, hab's schon. Das Reh haben wir auch.
Gut, können Sie mir den Unfall dann einmal kurz bitte beschreiben? Auf der rechten Spur war 2 oder 3 und auf der linken Spur war 1. Und dann habe ich versucht auszuweichen auf der linken Spur, das habe ich schon erwischt. Mhm. Die Autobahnmeisterei wird dann in der Nacht noch von uns informiert und entsorgt dieses Tier so schnellstmöglich am nächsten Tag, wenn es hell ist. Also es ist für mich Routine, aber berühren tut mich das heute auch noch. Es ist ein Tier und kein Holzblock. Setzen Sie sich am besten rein. Ich denke, da ist am sichersten. Und dann können Sie auf den Abschlepper warten. Gut, alles klar. Sie melden sich dann, wenn Sie eine Wildunfallbescheinigung brauchen. Gut, schönen Abend trotzdem oder morgen. In dem Fall hatte der Fahrer, denke ich, schon noch Glück. Es war ein relativ kleines Wild, der Schaden war überschaubar. Und das Wichtigste ist ja auch, dass es zu keinem Personenschaden gekommen ist. Ja, hat er sogar noch 3 Rehen das Leben gerettet. Hier wird dieses moralische Dilemma. Weiche ich aus, um eine Person zu töten, die aber nur wegen mir stirbt? Oder fahre ich geradeaus weiter und töte 4? Ein bisschen an seine Gesundheit gedacht. Er sagt, bevor ich in 3 Rehen einbretter, fahre ich lieber nur in 1. Ja, aber dafür dann ausweichen, das ist schon... Ja, das ist gefährlich. Das wäre nicht gestorben, wenn er geradeaus durchgeht. Wobei ich finde, das auch schon vom ADAC zu sagen, draufhalten. Also den Mut musst du erst mal haben, irgendwo draufzuhalten, auf ein Hindernis. Also in diesem Fall hat der Fahrer wirklich alles richtig gemacht. Er kam zum Glück nicht auf die Idee, eigenständig das Tier von der Fahrbahn zu entfernen. Und das ist die große Gefahr. Das sollte man der Polizei oder Feuerwehr überlassen, weil wir eine gewisse Routine in dieser Sache haben. Also wir können Geschwindigkeiten von herannahenden Fahrzeugen einschätzen. Das kann der normale Verkehrsteilnehmer, warum auch, nicht. Melina, da müssen wir uns gleich mal einen Überblick verschaffen, wie umfangreich das hier überhaupt ist. Willst du dich hochtrauen? Mhm. Und dann machen wir erst Sie. Ja. Bestellen das Bestattungsunternehmen. Genau. Und dann können wir hier schauen, ob wir noch was finden können, was uns weiterhilft. Ne? Ja, ich würde mal hier mich oben noch umgucken kurz. Mhm. Und gucken, ob man hier noch was findet. Der Dominik vom Mogon 1141. Grüß dich. Die Wohnung ist relativ eng, der Leichnam ist mumifiziert, ganz leicht und klein. Es sollte keine größeren Schwierigkeiten geben. Ja. Gut, dankeschön, gell? Ciao. Der Leichnam ist schon fast komplett mumifiziert und auch trocken. Insofern riecht das fast gar nicht. Und da teilen wir uns auf, dass nur einer eben die Arbeit am Leichnam verrichten muss und der andere übernimmt das Beleuchten und das Fotografieren. Das, ja, mit Melina ist das unkompliziert, da ist es schnell abgesprochen. Hast du eine Kleiderschere parat? Na, vergiss es. Da sind so viele Tiere dran. Ja. Nee, das ist alles voll Maden, ne? Ja, pass auf. Das ist auch alles festgeklebt. Ja. Oh. So ein Einsatz ekelt mich an sich nicht. Es ist eher so, dass ich es wirklich interessant finde, wie stark ein Körper verwesen kann, die ganzen Abbauprozesse des Körpers. Und es ist so, dass ich sogar eher noch einen Schritt drauf zugehe, um es genauer zu beobachten, als davor zurückzuschreiten. Also wenn ich da jetzt groß was runterhole, dann reiße ich da Verletzungen am Körper auf, die vorher nicht da waren, weißt du? Also tatsächlich würde ich jetzt behaupten, in dem Leichnam machen wir gar nichts. Wir sehen hier noch ganz viele Überreste von Maden, und zwar in Form von Puppen, aber keine lebenden Maden mehr. Das sagt mir einfach, dass der Leichnam schon sehr, sehr lange liegt. Also viel länger als vielleicht auch anfänglich durch die Kollegen vermutet. Und ich würde sogar davon ausgehen, dass wir hier von mehreren Monaten reden. Und überlassen aber dann auch wirklich die rechtsmedizinische Untersuchung den Spezialisten in der Rechtsmedizin. Oh Mann. Du, Annette, müssen wir uns mal auf das Umfeld hier beschränken. Genau, dann gucken wir uns. Gucken, ob wir einen Hinweis finden auf was weiß ich, Fernsehzeitung, Post, irgend sowas. Ja, oder Angehörige. Hinweis auf ein Datum, Hausarzt, Angehörige.
Ja. Also wenn du hier nur so ein bisschen ordentliche Übersichten machst, ich glaube, mehr geht da wirklich nicht, gell? Ja. Wenn wir vom Leichnam nicht mehr so viele Informationen bekommen können, das macht es in so einem Fall für uns dann unheimlich viel wichtiger, die äußeren Umstände zu dokumentieren. Ja, wir schauen nach allen möglichen Hinweisen, die uns da behilflich sein können, um aufzuklären, wie diese Frau gelebt hat. Hier ist eine Haarbürste. Hast du? Ja, da sind auch Haare dran. Da hast du sogar Wurzeln dran. Ja, guck. Die nehmen wir mit, ne? Ja, die würden wir mitnehmen. Da ist noch eine Haarbürste, die ist wahrscheinlich noch besser. Guck mal. Ja. Nachdem wir den Leichnam gefunden haben, suchen wir nach Spuren, um den Leichnam zu identifizieren, sei es ein Personalausweis. Dann suchen wir meistens nach DNA-Spuren, seien es Haare, Zahnbürsten zum Beispiel. Ist schon interessant, weil es einfach auch spannend ist, wie die Frau gelebt hat. Die Sachen erzählen ja auch eine Geschichte an sich. Ich laufe mal hoch, Melina. Also oben ist noch ein Badezimmer und ein leeres Schlafzimmer. Ah, da können wir dann tatsächlich gucken wegen Zahnbürste, ne? Ja, kannst mal gucken. Ich würde mal hier in dem kleinen Bad gucken. Also hier sind schon mal zwei Zahnbürsten zum Beispiel. Ja. Ne, drei. Immer mehr. Vier. Wir haben schon Fälle gehabt, in denen eine verstorbene Person gefunden wurde. Und im Rahmen der Aufnahme der Todesermittlungssache haben wir noch eine zweite Person gefunden. Das kann vorkommen, wenn eine Person gepflegt wurde von der anderen und die pflegende Person verstirbt. Also das ist selten, aber ich habe es schon mehrmals erlebt. Insofern schauen wir natürlich schon in jedem Raum in so einem Haus, wenn wir wirklich nichts wissen, um auch nichts zu übersehen. Oh, lieber Gott. Oh Mann, ey. Also das ist das Gruseligste, was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Ohne Scheiß. Eben habe ich ja schon gedacht, da hinten im letzten Zimmer hinten. Ja. Da liegt doch so was Weißes, Eingerolltes. Kannst du meinen Gedankengang. Ja, ich kann ihn weiter. Ich habe schon gedacht. Kommst du runter? Ja. Nicht, dass da noch einer liegt. Ja. Sollen wir mal runtergehen in den Keller? Ach du lieber Gott. Oh, Melina, ey. Da wächst ein Pilz im Keller. Boah. Ach du Scheiße. Also das habe ich noch nicht gesehen. Das ist fürchterlich hier. Ja. Da ist der Trockner ist du. Da liegt die Wäsche drauf, alles ist nass, alles schimmelt und auf dem Boden wächst ein Pilz raus. Oh, nee. Nachdem wir das realisiert haben, dass das Pilz ist, was auch so riecht eben nach diesem Keller und diesem Feuchten, ja, da fällt natürlich jeder Atemzug schwer. Und wenn man da durchläuft, durch diese kalte, befallene, feuchte Wohnung und jeder Atemzug, ist im Taschenlampenlicht sichtbar, also da fallen mir ganz viele gruselige Filme ein. Insofern ist das schon sehr besonders für mich. Was ist denn das hier? Aber komischerweise ist es doch irgendwo wieder doch ein bisschen Faszination, so blöd wie es klingt, gell? Wahnsinn, dass jemand so. Ich meine, jeder kriegt ja eigentlich schon Hilfe in Deutschland irgendwie auf irgendwelchen Wegen, ne? Ja. Dann warten wir mal auf den Bestatter. Ich wundere mich immer wieder, warum jemand jetzt wie die Frau sich da keine Hilfe geholt hat, auch wenn sie es finanziell locker hätte verkraften können. Für mich der Schluss, den ich daraus ziehe, der heißt immer Krankheit. Also sie muss irgendwo eine Krankheit, eine psychische Erkrankung oder Wesensveränderung gehabt haben. Aber wir können hier überhaupt kein abschließendes Urteil fällen, was die Todesursache angeht. In dem Fall war jetzt ja wirklich das Haus abgeschlossen, die Frau alleine. Es gibt für uns erstmal keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Aber bezüglich nicht natürlichem Tod, was ja auch ein Unfall, Sturz oder ein Suizid sein kann, da sind wir dann darauf angewiesen, was die Rechtsmedizin noch rausfindet. Hallo. Also es gibt kein Licht, das macht es auch nicht leichter. Ja. Wir leuchten euch. Ja. Der Leichnam wird vom Bestatter jetzt abgeholt und morgen früh bekommt ein Kollege von uns die Akte und Schlüssel zum Haus und alles, was wir mitgenommen haben. Der entscheidet dann wiederum, ob noch mal eine Leichenschau stattfindet oder ob der Leichnam weitergeht in die Rechtsmedizin. Entweder zum Zwecke der Identifizierung oder zum Zwecke der Todesursachenfeststellung. Packen wir's. Das war mal jetzt wirklich außergewöhnlich, würde ich behaupten. Mit der Wohnung da unten, krass. I loved and I loved and I lost you. I loved
Diese Fälle mit den einsamen Menschen, die machen mich zumindest auch so ein bisschen aufmerksam, was mein Umfeld angeht. Also in der Nachbarschaft oder Bekanntschaften, die älter sind, da, wenn man länger nichts gehört hat, da wundert man sich schon und nimmt dann immer mal wieder Kontakt auf, einfach um zu hören, geht's euch gut. Jetzt überleg mal, ich meine, wir kennen die Geschichte ja nicht von der Frau, ne? Aber ja. Das Ganze, alles was da drin ist, diese ganze Einrichtung, Klamotten und. Das ist ja nicht alles von ihr wahrscheinlich, sondern irgendwie muss ja doch mal Familie da gewesen sein. Vor allem eigentlich sah es ja aus wie so ein Mehrgenerationenhaus, ja. Ja. Ich habe immer noch eine ganz klare Abgrenzung zwischen Dienst-Dominik und Privat-Dominik. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was einen in die Lage versetzt, so die Tätigkeit dauerhaft auszuführen. Das merke ich auch an unseren Kollegen, die Jungen, die dazukommen. Der eine kann es, der andere nicht. Diejenigen, die es nicht können, die suchen sich auch ganz schnell was anderes und das ist auch okay. Also unsere Arbeit hier im Kriminaldauerdienst mit den vielen Toten in allen möglichen Zuständen, dafür muss man einfach ja, diese Abgrenzung für sich machen können. Sonst würde man wahrscheinlich anfangen, nachts davon zu träumen und dann funktioniert das nicht. Eine Schlägerei am Winterhafen. Markus, das war von der Brücke kommend? Ja, einfach über die Brücke drüber, da werden die mal. Okay. Im Nachtdienst passieren grundsätzlich unvorhersehbare Sachen. Es sind mehr Leute unterwegs, die ein bisschen verrückt sind, die vielleicht betrunken sind, was natürlich teilweise unschön ist für die Polizei. Von daher birgt so ein Nachtdienst immer spannende Einsätze. Meine Güte, ey. 10.11, ihr über Nikolausschanze, wir über die Drehbrücke. Aber das Ganze ist hinten Hinkenbuchplatz. Wir werden direkt SPR, weil wir hier angesprochen werden. Bei solchen Einsatzmeldungen kann man ja doch schon davon ausgehen, dass eine gewisse Grundaggressivität da ist. Dann kann das natürlich sein, dass gerade noch die Fetzen fliegen, wenn wir vor Ort ankommen. Es ist für uns nie einschätzbar, aber wichtig ist, dass wir schnell vor Ort sind. Schlägerei! Schlägerei! Wo sind Boah, die jetzt? Sind alle weggerannt. Einer hat ein blaues Auge. Achten Sie einfach auf ein blaues Auge, links. Ja, danke. Okay. Hallo. Hey. Hatten Sie eben was mit der Schlägerei zu tun? Nein, nicht im Entferntesten. Weil Ihr Auge sieht nicht so gut aus. Nee, das habe ich schon seit gestern. Okay, das sieht auch schon ein bisschen älter aus. Wir wollen einfach nur nach Hause. Es hieß halt, hier hätte einer aufs Auge gekriegt und dann kommen Sie mit dem dicken Auge um die Ecke. Da muss ich natürlich mal nachfragen. Aber Ihnen geht's gut? Sie wollen nur nach Hause? Ja, das war irgendwo da vorne. Wir wollen einfach nur nach Hause. Okay, alles klar. Wir versuchen ja grundsätzlich immer, überall rechtzeitig zu sein. Aber es liegt ja in der Natur der Sache, dass die Dinge schon passiert sind. Wenn wir gerufen werden, dann sind natürlich Täter oftmals schon weg. Dann kann zwar das Gefühl mal aufkommen, dass man allem nur hinterherläuft. Und wenn wir irgendwo hinfahren, habe ich natürlich den Ehrgeiz, auch Täter festzunehmen. Aber wenn der Einsatz vorbei ist, belastet mich das jetzt nicht weiter. So, wir gehen jetzt nach Hause. Nein. Nee, ich frech zu mir. Ich bin nicht frech zu dir. Ich habe es jetzt schon zum 10. Mal gesagt. Wenn Sie frech zu mir werden, werde ich aggressiv. Und das ist nicht so gut. Ja. Gute Heimreise. Felix? Sind wir hier dann durch? Ja, die Gruppe wird jetzt auch noch weggekehrt. Der 10, brauchst du noch weitere Kräfte? Negativ. An den Orten, von denen wir wissen, dass es da öfter zu Auseinandersetzungen, zu Streitigkeiten kommt, versuchen wir natürlich schon vorab, uns möglichst viel zu zeigen und da zu sein, um im besten Sinne eine Abschreckung zu bieten, dass Leute gar nicht erst auf die Idee kommen, sich mit anderen anzulegen. Aber das geht natürlich nicht immer und dafür gibt es auch zu viele verschiedene Örtlichkeiten, dass wir das dauerhaft abdecken können. Die Rettung fährt. Der hat ein Suizid angekündigt und soll renitent sein. Die Rettung möchte nicht alleine hinfahren, zum Benötigen Unterstützung. Renitent zu sich selbst. Verstanden.
wenn uns gemeldet wird, dass jemand renitent ist. Hier gibt es leider eine sehr große Bandbreite, angefangen natürlich bei verbalen Widerständen. Also man möchte einfach nicht, man diskutiert, natürlich bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen. Und bei einer Suizidankündigung, gerade wenn sie so unbestimmt ist und wir nicht wissen, was hat unser Gegenüber vor oder im Sinn, stellt man sich mal auf den Worst Case ein. Danke. Genau, einfach stehen bleiben können, gell? Ja, bist du. Ja, grün. Suizid ist bei der Polizei schon ein sehr wichtiges Thema. Damit muss man sich zwangsläufig beschäftigen, weil man damit täglich sehr oft zu tun hat. Egal wie alt jemand ist, bei Jugendlichen ist es natürlich noch mal extremer, weil man nicht weiß, okay, in so jungen Jahren, wie kann man da mit dem Leben schon so abgeschlossen haben, dass man seinen Suizid androht. Guten Abend. Haben Sie angerufen? Ja, ich suche gerade meinen Sohn. Der ist weg. Hat er so ein rotes? Ja, ja. Ja, ja, dann ist er das da drüben. Wo ist er? Da links um die Ecke, der stand eben hier an der Tür. Wir versuchen dann natürlich sofort demjenigen nachzueilen, was uns auch ganz gut gelingt, weil wir ein bisschen eingrenzen konnten, wo er lang geflüchtet ist. Kann er hier wieder um die Ecke? Wo ist er denn hin? Bitte? Hä? Suchen Sie einen Jungen? Ja. Der ist hier reingegangen. Ah. Hier, danke. Danke. Da vorne ist eben einer weggerannt. Wo? Danke. Da rein. Okay, danke. Danke. Je mehr Zeit jetzt vergeht, in der wir ihn nicht sehen, desto mehr Zeit hat er, sich vielleicht was Unüberlegtes anzutun oder ja, eben genau das durchzuführen, was er seinem Vater gegenüber angekündigt hat. Ich dachte, der ist da gerade in die Büsche rein, glaube ich. Man kommt da wieder zurück. Da geht es aber auch weiter. Lena, es geht aber auch da weiter. Ja, okay. Merkur 10, ich bräuchte noch ein Fahrzeug in die Richtung. Ja, komm. Also aktuell, dass der weg ist. Ja, der ist doch wieder im Heimtreffen abgehauen. 10-13 von 10. 10-13, Alice und Frische. Ja, dann einmal bitte zügig. Da ist der Flüchtige. Alles weitere über den 10-16. Je jünger die Suizidenten sind, desto mehr macht es mit mir. Klar, speziell natürlich dadurch, dass ich selber Kinder habe und ich mir das gar nicht vorstellen möchte, dass eines meiner Kinder sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr leben. Hat er Anlaufadressen? Weiß ich nicht. Kann er irgendwo hin, weil der ist zweimal ums Eck. Mehrere Zeugen haben gesagt, die haben ihn noch weglaufen sehen. Ja, der hat einen Autoschlüssel geschnappt und der hat gar keinen Führerschein. Hat der den Autoschlüssel? Okay, ja. Dann kümmern wir uns erst um Ihr Auto. Merkur 10, 16, 15, 13. 10, 16 hörte ich. Ihr ja, habt hier eine Personenbeschreibung. Ja, Person ca. 1,80, südländisches Erscheinungsbild. Ja, Fluchtrichtung war Richtung. Der kann jetzt auch zwischen den Häusern durch sein, also ein bisschen schwierig einzugrenzen. Wie ist denn ganz, Helena? Ich gehe jetzt erstmal mit dem Vater in die Tiefgarage. Also nicht, dass der versucht, mit dem Auto wegzufahren, der hat nämlich keinen Führerschein. Ja, klar, ich kläre hier gerade noch die Container draußen ab. Ja, warte du gerade vor der Tür und kannst die anderen einweisen, damit wir den Funkverkehr nicht blockieren. 10.13 ist gerade auf dem Weg zu dir. Ich lege das Auto lahm. Dann, ja, selbst wenn er das versuchen würde, entdeckt er hoffentlich nicht sofort, woran es jetzt liegt. Und der Vater kann später mit relativ einfachen Mitteln das Auto wieder in Gang setzen. Der ist nicht da. Der ist eben abgehauen, als wir kamen. Ah, okay. Jetzt sind wir gerade mit den Eltern abklären. Ja. Im privaten Bereich hatte ich auch schon mal damit zu tun, dass sich Bekannte umgebracht haben. Das lag meistens an Depressionen, an einer Krankheit, die leider sehr viele Leben nimmt. Und in dem Fall treibt es mich natürlich an, das Leben des Menschen zu retten. Dementsprechend ist man natürlich auch zu 180% bei der Sache und möchte denjenigen finden. Kommen. Liegenbliebenes Fahrzeug A60, Fahrtrichtung Trappstadt. Das Fahrzeug muss anscheinend am Anfang von der Ausfahrt stehen, allerdings schräg auf der Fahrbahn. Schräg auf der Fahrbahn? Okay. Na dann. Die Gefahr ist, dass vielleicht das Fahrzeug zu spät erkannt wird
Vor allem, wenn es dunkel ist. Und wenn er dann noch schräg steht, kann es sogar sein, dass er dann noch eine zusätzliche Fahrspur auch noch beeinträchtigt. Das ist gefährlich. Also da sollte man ganz, ganz schnell hinfahren. Das ist ja stockdunkel, ey. Das sieht doch auch irgendwie unbesetzt aus. Sicherst du ab? Ich kann mal vorne gucken. Das ist am besten das Auto laufen. Das Fahrzeug steht tatsächlich da unbeleuchtet. Die Besonderheit an dieser Stelle ist, dass diese Autobahn auch noch eine leichte Kurve macht, ich dort keine Standspur habe. Also da kommt wirklich alles zusammen, was es wirklich gibt. Das ist 40 von 4012. Ja, zur Kenntnis, das Fahrzeug ist unbesetzt, also niemand hier vor Ort. Ich würde vorschlagen, du rufst direkt den schnellstmöglichen Schlepp. Soll ich mit dem Kennzeichen kommen? Ja. Das ist. Ich muss mal nochmal näher abklären. Es scheint eine Fahndung zu sein, das Kennzeichen. Oder kriegst du auch nicht. Ja, das wäre dann ja ein Grund, das hier so stehen zu lassen. Also anscheinend sind die Kennzeichen gestohlen gemeldet. Ja. Aber ich wollte jetzt mal vielleicht von hier hinten reinklettern, um vorne aufzumachen. Vielleicht finden wir ja direkt irgendwelche Ausweispapiere. Die Gedanken, die rattern dann schon. Ist er noch irgendwo in der Nähe? Hat er damit vor, irgendwo, ich sag mal, ein Geldautomat zu sprengen oder irgendeine Straftat? Weil irgendeinen Grund muss es ja haben, warum ich mit geklauten Kennzeichen auf einem ganz anderen Fahrzeug unterwegs bin. JVA Ottweiler. Jo. Wollen wir den mal abfragen hier, den Absender? Fahrbahn von Drosis 4012. Drosis 4012? Wir haben hier einen Brief gefunden, einen noch nicht versendeten Brief. Da würde ich gerne mal mit einer XP kommen, und zwar die vom Absender. Der Brief war adressiert an eine Person im Gefängnis. Und die Vermutung liegt ja nahe, dass die Person, die im Fahrzeug gesessen hat, dann den Brief da geschrieben hat. Er hat an verschiedenen Orten im Saarland große A13-Fälle, Hinweise gewalttätig im BDMK und 3 Aufenthaltsermittlungen. Ja, verstanden. Wir haben da hinten auch noch auf jeden Fall so frisch gegessene Obstdinger, ja. Weil da wird ziemlich sicher DNA dran sein. Also hat er davon gemampft, meinst du? Ja, eben, das sieht man ja auch, dass er davon gegessen hat. Man hat so einen Blick dafür, wo grundsätzlich DNA-Spuren sein könnten und wo nicht. Gerade dieser Obstteller, der sah mir da sehr gut aus. Und wenn der halb gegessen ist, liegt auch die Vermutung nahe, dass die Gabel schon mal bei jemandem im Mund gesteckt hat. Deswegen habe ich da DNA-Spuren dran vermutet. Würde dir sonst noch was einfallen an Spuren, die man jetzt direkt am besten nimmt? Vielleicht den Brief noch einpacken. Der Brief ist, ja genau, ja. Gut, machen wir so. Den Brief kannst du hier mal reinmachen. Das Fahrzeug wird dann in diesem Fall zur Dienststelle geschleppt, wo dann alle weiteren Maßnahmen an diesem Fahrzeug durchgeführt werden können. Ab jetzt wird nach diesem Fahrer oder Fahrerin gefahndet, weil ich habe hier eine Straftat. Also ich wäre schon froh zu wissen, wer das ist. Das ist die Frage, ist das Zeug von ihm da drin? Ja, kann das ja auch irgendwo mitgenommen haben. Also das mit dem Obst, das ist ja eigentlich so frisch. Das war ja die Packung, also das lässt man ja nicht irgendwie ein paar Tage da liegen oder so. Wir konnten dann ermitteln, dass das Fahrzeug verkauft wurde an jemanden mit genau dem gleichen Nachnamen, wie da auf dem Brief vermerkt ist. Ich sag mal, unser Näschen ist sich schon relativ sicher, dass eine von den beiden Personen aber dann auch der Fahrer von dem Fahrzeug war. Und grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens. Und die entscheidet, wie viel da weiter ermittelt wird. Ah ja, da ist der Kollege. Hallo, er ist nicht da. Also. Was hat er denn noch gesagt konkret? Also, will er sich umbringen oder was hat er gesagt? Das Ganze ging, glaube ich, relativ schnell. Der Vater hat geschlafen und dann wurde aufgeweckt durch ihn. Da hat er sich beschwert, Vorwürfe gemacht und hat dann gesagt, ich komme nicht wieder. Der Vater erzählte uns, dass es öfter zu innerfamiliären Konflikten kommt, gerade zwischen ihm und seinem Sohn. Uns liefert es natürlich ein bisschen Hintergrundwissen. Wenn wir ihn dann treffen, wo gibt es vielleicht einen Hebel, ihn aus der Reserve zu locken? Das weiß ich nicht. Gehen Sie mal dran, ja. Ja?
Hallo, ich bin's, die. Ja, grüß dich. Die Freundin des Flüchtigen hat dem Vater mitgeteilt, dass sie Kontakt zum Gesuchten hatte. Der dreht gerade ziemlich durch. Der dreht durch? Ist er bei dir? Nee, leider nicht. Wo ist er denn? Ich bin auch nicht in der Nähe. Hat er was gesagt, wo er ist? Er meint, er ist in der Nähe. Dass ein möglicher Suizident auf einen Kontaktversuch der Freundin reagiert, ist jetzt grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen. Denn das bedeutet, er hat nicht so abgeschlossen, dass es ihm egal ist. Hier ist gerade die Polizei. Ich gebe sie dir mal. Einen Moment. Okay. Ja gut, 10 für 10, 13. 10 hört. Sie haben die Person in der Personenkontrolle hier vom C&A. Hat er? Ich glaube, die haben ihn. Ah, haben sie ihn, ja? Haben sie ihn in Kontrolle? Die haben ihn im Zähne. Ah, okay, gut. Oh, Gott sei Dank, ja. Also wir müssen jetzt schauen, wir reden mal mit ihm, gucken, wie er drauf ist. Durch die Tatsache, dass der Flüchtige jetzt in der Polizeikontrolle ist, dürfen wir erstmal davon ausgehen, dass die Lage erstmal beruhigt ist und dass wir jetzt erstmal Zeit haben, genau zu hinterfragen, was ist es denn? Alles klar, ja, danke. Hallo. Ja. Wenn jemand seinen Suizid ankündigt, obliegt es, ja, man muss manchmal sagen, leider erstmal uns zu bewerten, wird das hier wirklich ein Suizid, wenn ich nichts mache, wenn ich den nicht einem Psychiater vorstelle? Oder ist das eben eine unbedachte Äußerung aus dem Affekt geschehen? Okay. Was war eben los? Wollen Sie mit uns drüber reden, oder? Kann ich machen. Und zwar, ich bin nach Hause gekommen, ich habe ein bisschen was getrunken und ich war zu Hause und ich hätte angeblich ein lautes Geräusch gemacht und mein Papa war da ein bisschen impulsiv. Ich habe dann gesagt, ich war das nicht und ich war am Telefonieren mit meiner Freundin und mir geht das die ganze Zeit schon auf die Nerven und ich habe dann zu meinem Papa gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf. Alles gut, nur bei uns hat er angerufen und gesagt, er macht sich Sorgen um Sie, weil Sie gesagt hätten, Sie wollten sich was antun. Und das, nee, ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr darauf. Okay. Und dieses ganze Theater. Das kann ich verstehen. Also in dem Gespräch war für mich jetzt sehr schnell klar, dass ich ihn jetzt nicht in die Psychiatrie fahren muss. Dass wir hier keine wirklich konkrete und ernstzunehmende Suizidankündigung hatten. Gut, dann war es vielleicht einfach heute ein bisschen zu viel, ne? Zu viel getrunken, irgendwer hat überreagiert, dann ist das halt am Ende so, ne? Ja, dann würde ich mit Ihnen gerade runterlaufen, weil ich würde halt schon gern sicher gehen, dass Sie sicher unterkommen. Ich habe an mich den Anspruch, dass ich mich in innerfamiliäre Dinge so wenig wie möglich einmischen möchte. Zum einen, um mich selbst zu schützen, um da nicht emotional zu weit rein zu geraten. Zum anderen betreten wir ja oftmals dann eine gewisse Intimität, die ich persönlich ja auch unangenehm finden würde oder die was mit mir machen würde, wenn zu mir die Polizei kommen müsste, weil mein Sohn und ich aneinander geraten und das nicht mehr selber lösen können. Das ist das Problem, wenn zwei Sturköpfe aufeinandertreffen, dann ist das nicht ganz einfach. Der Apfel fällt nicht weit von, ja, vom Stamm. Ich kann mich mit meinem Sohn auch hervorragend streiten. Und wir sind auch beide Sturköpfe und dann wird wahrscheinlich auch keiner schaffen, einen von uns zu überzeugen. Gehen Sie vor. Er bittet mich dann darum, dass ich zwischen ihm und seinem Vater vermittle, dass er in die Wohnung kann, in sein Zimmer kann. Hallo. Hallo. So, zum einen, da ist er. Also, wir haben jetzt geredet, das ist für uns absolut kein Fall für eine Vorstellung in der Psychiatrie. Okay. Schlafen Sie beide eine Nacht drüber, setzen Sie sich morgen in Ruhe zusammen, das ist auch sein Wunsch. Können wir da übereinkommen? Ja. Passen Sie auf sich auf. Tschüss. Machen Sie es gut. Jeder kennt das in der Familie, da ist man sehr emotional. Dementsprechend kann man dann auch nachvollziehen, dass es vielleicht mal unnötigerweise hochgekocht ist. Und dann kann man die guten Gewissens dann wieder zusammen in eine Wohnung lassen. Dieser Einsatz ist völlig anders ausgegangen, als ich es erwartet hätte. Ja, ich irgendwie auch. Nachdem der Stiften gegangen ist, habe ich mit allem gerechnet. Ja, ich dachte auch, dass wir hier noch rangeln. Oder, ja. Crazy shit. So mag ich's. Ja. Man konnte jetzt in einem Konflikt ein bisschen helfen und beide sind erleichtert, beide sind jetzt froh und finden wieder ein bisschen zusammen. Das ist schon ganz schön, weil das leider relativ selten vorkommt, dass wir das so miterleben können. Und dann geht man natürlich mit einem guten Gefühl aus so einem Einsatz.